Ja, hallo Leute, ich bin euer Charlie. Ich bin mal heute in den Wald gefahren. Ich will mal sehen, ob sich schon so ein Pilzlein zeigt. Es hat ja ein bisschen geregnet. Ich habe ja die Hoffnung, dass wenigstens die Luftfeuchtigkeit da so ein bisschen was gemacht hat und das Pilzwachstum einigermaßen angeregt hat. Viel Hoffnung habe ich nicht. Wir können hier im Sauerland den Bäumen und den Wäldern beim Sterben zugucken. Sogar Laubbäume werden nicht verschont. So, mal gucken, wie es hier in ein paar Jahren aussieht, wenn die Fichten alle tot sind. Ja, so habe ich die Befürchtung und so sieht es aus. Schauen wir mal. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob sich irgendwas finden lässt. Ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Film und mit diesem Fundbericht. Und dann sage ich weiterhin Trüff, Trüff. Na, kleiner Trüffel, strahlst du so ein bisschen Optimismus aus? Oder interessiert dich nur das Schnüffeln? Schnüffeln und Pipi machen. Ja. Der soll nicht schnüffeln, der soll trüffeln. Ja, Leute, nicht zu glauben. Es fängt an, es sind die Pfifferlinge. Na, dann habe ich aber doch Optimismus. Ja, und dann finde ich gleich so viele. Guck mal hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Guckt euch an und schöne Exemplare. Da kommt Freude auf. Für gerade in den Wald gekommen, das ist ja schon mal gut. Mal gucken, ob es so weitergeht. Ja, ansonsten ist so hier an den Waldrändern noch ziemlich tot. Das ist immer so ein Indikator, wenn hier wenigstens am Rand ein paar Pilze stehen würden, auch wenn man da oben reinguckt, man sieht keinen Kopf und kein Hütchen. Ja, nur hier wieder ein toter Baum. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass man an meiner Pfifferlingsstelle was ist. Ja, hier im Nadelwald, wo sonst immer die vielen Pfifferlinge standen, da steht jetzt mal gar nichts. Nix. Aber das Hirschhörnchen kommt. Und das Hirschhörnchen ist, wie ihr wisst, immer ein Indikator für Pilze. Ja, für dieses Bergaufgekraxel werde ich so langsam zu alt, glaube ich. Bin ganz schön auf der Puste. Komm hier, Trüffel, komm. Komm! Ja, ein einsamer Täubling hier auf dem Weg. Macht immer Mut, immer mehr Mut kommt hoch. Mal zu Hause näher bestimmen, was das für welche sind. Ja, an diesem Ufer hier, am Wegrand, waren auch sonst immer Pfifferlinge. Aber dieses Mal sind sie noch nicht hier. Werden die sich dann nur unten im Tal aufhalten? Werde ich gleich sehen. Wir machen ja einen großen Bogen. Wir gehen diesen Weg hier lang und dann machen wir da ganz hinten einen Rechtsschwenk und gehen nach unten. Vielleicht treffen wir unterwegs noch den einen oder anderen Pilz. Mal gucken. Ja, und wenn es richtig losgeht, dann steht hier alles voller Scheidenstreiflinge, aber da ist im Moment tote Hose. Ja, das ist ein Trauerspiel, wie die Wälder hier sterben. Wo man hinsieht, tote Bäume. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Da geht man 50 Meter in den Wald rein, findet gleich, weiß ich nicht, 50 Pilze auf einen Haufen, freut sich schon auf ein volles Körbchen. Und dann geht man kilometerweit durch den Wald und sieht nichts mehr. Ja, Trüffel freut's aber. Richtig schön im Wald spazieren, da hat er Spaß dran. Er sieht schon aus wie ein Cerberus. Hm, Flo? Ja, so ein Baumschwamm hier, Zunderschwamm, der ist schon ziemlich trocken als resistent. Ich glaube, der wird das alles hier überleben. So, Pfifferlinge im Nadelwald, in den Fichten, das war eine Nullnummer. Wir gucken uns jetzt mal verstärkt den Laubwald an und Laubwaldränder. Da habe ich auch gerade die ersten gefunden am Laubwald. Ja, vielleicht ist das besser. Mal sehen. Schauen wir mal. Allerdings war ich gerade unten im Tal, an dem Bachlauf. Vielleicht ist da die Feuchtigkeit auch besser. Vielleicht, vielleicht. Schauen wir mal, gucken wir mal. Nun, hinter jeder Ecke fast grüßt der Tod in Form von sterbenden Wäldern. Ein Trauerspiel, das ansehen zu müssen. Ja, das war hier noch voriges Jahr ein gesunder, grüner Fichtenbestand. Jetzt guckt man hier nur auf rindenlose, tote Bäume. Hier konnte man noch vor 2 Jahren die Pilze und die Maronen, auch Pfifferlinge und Anis-Champignons mit der Sense mähen. Aber ist noch nicht so weit. Aber wenn das Wetter so bleibt, dann bin ich optimistisch, weil die Hirschhörnchen zeigen sich schon. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Na, der Hase, der scheint sich aber ziemlich sicher zu fühlen. Guck mal, der bewegt sich nicht. Ich stehe gerade mal 5 Meter von dem weg. Wollen wir ihn in Ruhe lassen. Meister Lampe. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg ins Tal und ich sehe hier einen safrangelben Scheibenstreifling. Ja, zwar ein kleiner, aber ich nehme mit, ich werde ihn verwerten auf jeden Fall. Ja, hier ist nochmal ein angefressenes Rotfüßchen. Aber den nehme ich auch mal mit, mal gucken, was ich daraus verwerten kann. Ja, und hier wieder am gleichen Hang wie gerade noch ein paar Pfifferlinge. Ja, der hat ein paar Trockenschäden, aber das macht nichts. Hier noch so ein paar kleine, da ein paar große. Ja, hier kommen wir in eine Ecke. Da liegen alles Baumstuken voll mit Baumpilzen. Na, such den Trüffel, komm. Ja, schade, der hat mich genaht. Ihr kennt den gleichen Bitterling. Ein Schönfüßchen, ein Schönfußröhrling. Den lege ich wieder hin. Ich habe ihn leider nicht erkannt von oben. So, das war's mal wieder. Viel gefunden haben wir nicht, aber wir haben was gefunden. Und das ist ja schon mal was wert und macht Hoffnung. Ja, also, außer so ein paar einzelgängerische Täublinge oder ein einzelgängerischer safrangelber Scheidenstreifling, habe ich ja doch jede Menge Pfifferlinge. Ne? So, oben im Wald war gar nichts. Es war alles nur hier im Laubwald, ja, und zwar im Tal, da unten, da fließt ein Bächlein und da wuchs das hier alles so am Wegesrand. So, und das ist ja schon eine schöne Menge, die da drin liegt, also ich bin zufrieden, ja, für eine Mahlzeit reicht's und mehr muss ja auch nicht sein im Moment, ne, fürs erste Mal, ha, freue mich, dass ich überhaupt mal wieder eine Pilze kann. Letztes Jahr war ja grausam. Viel Vergnügen mit dem Film, triff, triff.